Dann erwartet auf uns ein Bodenblock. Ja, wieder technische Probleme. Und in diesem Bodenblock hören wir dann kurz über Bodenkomponente des agrarpolitischen Dialogs und kommunizieren dann mit Andriy Koshel, der ist Präsident des Bodenverbandes der Ukraine. Und ich würde ihn bitten, dass Sie im Rahmen seiner Präsentation eben vor allem auf die Fragen unserer Teilnehmer antwortet, weil diese Thematik heute sehr viel schon diskutiert wurde. Es gibt sehr viele Fragen und das ist so, wie wir das geplant haben. Also bitte schön, Herr Tanneberger, jetzt haben Sie das Wort. Ja, dann starten wir. Ein herzliches Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, zu diesem Vortrag, der sich mit Wirtschaften und Leben auf dem Land beschäftigen soll. Ich möchte Ihnen einige Hinweise geben zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und Daseinsvorsorge auf Basis deutscher Erfahrungen und ich möchte Ihnen einige Ideen für Ihre tägliche Arbeit vermitteln. Nächste Folie, bitte. Mein Name ist Thomas Tanneberger. Ich bin von Beruf Landwirt, Agraringenieur und Agrarberater, habe viele Jahre in einem internationalen Projekt bei der Redaktion Novoje Selsko Hozoystvo gearbeitet in Moskau, Kiew und Minsk mit Anbindung nach Deutschland. Wir waren also eine deutsch-, russisch-, ukrainisch-, weißrussische Agrarfachzeitschrift. Ich habe dann in den letzten 10 Jahren ein Wochenblatt, ein landwirtschaftliches Wochenblatt geleitet in Berlin und bin seit 2020 als Unternehmensberater in der IAK Agrar Consulting beschäftigt. Für den heutigen Tag haben wir einen straffen Arbeitsplan. Ich möchte Ihnen erstens einige Probleme und Handlungsoptionen für ländliche Kommunen darlegen. Wir werden uns dann über Finanzquellen für die Förderung ländlicher Räume am Beispiel Deutschlands unterhalten. Ich werde Ihnen drittens im Hauptteil dieses Vortrages das europäische LEADER-Programm vorstellen. Und wir werden viertens schauen, welche Anregungen sich für die Kommunen in der Ukraine ergeben. Nächste Folie, bitte. Ja, ländliche Kommunen, da sage ich Ihnen jetzt nicht so viel Neues, stehen vor einer Vielzahl von Problemen, die sie zu lösen haben. Das sind einerseits ökonomische Probleme und andererseits soziale Probleme. Die ökonomischen Probleme, darunter fassen wir zum Beispiel strukturelle Probleme, dass also bestimmte Wirtschaftszweige dominieren, andere unterentwickelt sind. Wir sehen auch ökonomische Probleme, dass Wirtschaftszweige nicht rentabel arbeiten und andere vielleicht sehr rentabel arbeiten. Wir sehen zum Teil Mängel an Produktionsfaktoren. Wir sehen auch einen Mangel an Versorgungssicherheit in verschiedenen Regionen. Es ist also nicht überall selbstverständlich, dass wir Strom, Wasser, Gas, Arbeitskräfte zur freien Verfügung haben. Zum Zweiten sind die sozialen Probleme zu bewältigen und auch hier spielen die lokalen Administrationen eine große Rolle. Wir haben zum Teil einen Mangel an Versorgungsstrukturen. Wir haben einen Mangel an intakten und leistungsfähigen Verkehrswegen. Das ist auch tatsächlich in Westeuropa an vielen Stellen noch ein großes Problem. Wir haben eine Arbeitslosigkeit. Wir haben einen Mangel an würdig bezahlten Arbeitsplätzen in vielen Regionen. Wir haben einen Mangel an Bildungseinrichtungen oder auch medizinischen Versorgungseinrichtungen und letztendlich auch an kulturellen Angeboten zu bewältigen. Und insbesondere in den letzten Jahren ergeben sich an vielen Stellen Europas auch Probleme des Zusammenlebens, Probleme der Flüchtlingsbewegungen, der Neuintegration von zugezogenen Menschen, von geflüchteten Menschen. Nächste Folie. Stellt sich die Frage für die Administrationen der ländlichen Gemeinden, was kann man tun in dieser Situation? Man kann natürlich zuschauen und abwarten. Ja. Dafür gibt es gute Gründe, sagen manche.
Denn man kann nun mal als einzelner Mensch die Welt nicht retten. Manchmal hat man auch keine Anweisung dafür, dass man etwas ändern soll, oder man hat schlichtweg kein Geld. Manchmal sind aber auch andere Leute unterwegs, die sagen, ja, doch, wir wollen etwas ändern, wir müssen etwas ändern. Denn unsere Kinder sollen auch noch hier in unserer Region, in unserer Heimat, ein gutes Leben haben. Und wir haben verstanden, dass wir für unsere eigenen Interessen auch selbst einstehen müssen. Und wir haben verstanden, dass wir Geld und tüchtige Hände irgendwo auch finden werden. Wir haben diesen Optimismus. Und an dieser Stelle stellt sich für Sie, meine Damen und Herren, natürlich auch die Frage, in welche der beiden Gruppen Sie sich einordnen. Das ist dann die Diskussion in der nächsten Pause. Ja. Nächste Folie, bitte. Damit wir das ganz realistisch machen, möchte ich Ihnen zeigen, aus welchen Quellen sich die kommunale Finanzierung in Deutschland speist. Zum einen haben Sie dort als große Finanzquelle die Steuern. In Deutschland sind diese Steuerabführungen in Artikel 106 des Grundgesetzes, also der Konstitution, seit 1956 verankert. Das ist also ein Grundpfeiler der Finanzierung der ländlichen Kommunen. Und in diesem Grundgesetz, in dieser Konstitution, ist festgelegt, welche Steuern an den Bund gehen, also an die Föderation als übergeordnete administrative Einheit. Das sind zum Beispiel die Zölle, die Verkehrssteuern oder auch die Kapitalverkehrssteuern und die Versicherungssteuern, Teile der Einkommenssteuer und auch Verbrauchssteuern. Interessanter wird es dann schon, wenn es in die Bundesländer geht. Das ist vergleichbar bei Ihnen mit den Oblast hier. Diese finanzieren sich aus der Vermögenssteuer und der Erbschaftssteuer, die bestimmten Verkehrssteuern, Verbrauchssteuern und eben auch der Einkommenssteuer. Und nun schauen wir, wo die Gemeinden und die Landkreise ihr Geld herbekommen. Nächste Folie, bitte. Da sehen Sie, dass ein großer Bereich der Gemeindefinanzierung die Gewerbeertragssteuer ist in Deutschland. Die macht knapp die Hälfte der Budgets aus. Daneben spielt die Grundsteuer etwa 15% im Budget und die Einkommens- bzw. Umsatzsteuer, die vom Land durchgereicht wird, mit etwa 30%, eine große Rolle. Insgesamt summiert sich das dann in Abhängigkeit der einzelnen Region auf sehr unterschiedliche Beträge, Summen. Ich habe Ihnen rechts da in dem grünen Feld mal aufgeschrieben, wie weit das in Deutschland gespreizt ist. Das reicht von 500 Euro pro Einwohner und Jahr bis in reichen Gegenden über 3.000 Euro pro Einwohner und Jahr. Und jetzt können Sie sich vorstellen, warum wir, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, in Süddeutschland eigentlich alle Feldwege asphaltiert haben und in Norddeutschland noch auf Sandwegen unterwegs sind. Das hängt vor allen Dingen mit dieser Gewerbeertragssteuer zusammen. Sie haben in Süddeutschland einen hohen Industrialisierungsgrad, den Sie so in Nord- und auch vor allen Dingen in Ostdeutschland nicht finden. Demzufolge hat die süddeutsche ländliche Gemeinde im Durchschnitt hohe Einnahmen, während in Norddeutschland viele Gemeinden davon nur träumen. Ist leider so. Nächste Folie, bitte. Es gibt zum Glück in dieser Situation eine weitere Finanzierungsquelle für die ländlichen Gemeinden. Und das sind Zuschüsse und Förderprogramme des Bundes und der Länder. Diese gleichen die großen Unterschiede zwischen den Steueraufkommen ein Stück weit aus, sodass sie
in den Gemeinden eine durchaus stabile Finanzierungssituation in den allermeisten Fällen haben. Ein großer Bereich dieser Förderung ist der Zuschuss zum agrarsozialen Sicherungssystem, also zu den Unfall- und Rentenkassen der Landwirte. Das ist eine große Säule der Bundesfinanzierung und ein großer Beitrag zur Stabilisierung der ländlichen Wirtschaft. Damit brauchen die Landwirte deutlich weniger Geld aufzuwenden für ihre Rentenversicherung und ihre Unfallversicherung. Eine zweite wichtige Säule ist die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Hierfür werden auch große Beträge aufgewendet. Das sind über 1,2 Milliarden Euro, die jährlich im Bundeshaushalt dafür zur Verfügung gestellt werden. Daneben gibt es diverse Wirtschaftsprogramme. Es gibt einen gesetzlich verankerten Zuschuss zum Nahverkehr, den der Bund an die jeweiligen Gemeinden zahlt. Und es gibt ein Bundesprogramm ländliche Entwicklung. All dies sind weitere Beiträge des Bundes in die ländliche Finanzierung hinein. Die Länder, die Bundesländer, haben in Deutschland eine für sich genommen sehr große Aufgabe. Und zwar müssen sie zu allen Beträgen, die Kommunen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds, aus dem ELA-Fonds abrufen, eine 50-prozentige Kofinanzierung leisten. Das heißt also, ein Euro aus Brüssel muss mit einem Euro aus dem Landeshaushalt kofinanziert werden. Nur dann bekommt man den Euro aus Brüssel. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die jeweiligen Landeshaushalte. Aber auch eine Garantie dafür, dass die Mittel aus Brüssel entsprechend sinnvoll und rationell angewendet werden. Nächste Folie bitte. Eine dritte Säule der ländlichen Finanzierung sind die Förderprogramme der Europäischen Union im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Und hier ist die Grundlage dafür der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Es gibt also ein eigenes Finanzierungsinstrument der Europäischen Union für die Entwicklung der ländlichen Räume. Dieses Programm nennt sich ELER abgekürzt, hat folgende Ziele, die habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, und einen Umfang von etwa 14 Milliarden Euro pro Jahr, der auf die einzelnen europäischen Länder aufgeteilt wird. Es gibt hier entsprechende Unterprogramme und Verwendungsrichtungen. Auch die habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben, damit Sie eine Vorstellung dafür bekommen, wofür dieses Geld eingesetzt wird. Nächste Folie bitte. Eine der Verwendungsrichtungen für diese Gelder sind die sogenannten LEADER-Projekte. LEADER ist also ein zentrales Instrument der Europäischen Union zur Realisierung von Projekten der ländlichen Entwicklung. LEADER als Begriff ist also ein französischer Ausdruck, den ich leider auch nicht so sehr sachgerecht aussprechen kann. Ich habe ihn hier aufgeschrieben. Übersetzt heißt das so viel wie Verbindung zwischen Aktionen zur ländlichen Entwicklung. Dieses Instrument bewährt sich seit über 30 Jahren in Europa. Wahrscheinlich vor allem deswegen, weil es nicht von oben kommt, sondern von unten realisiert wird. Es ist also ein Bottom-up-Ansatz, sagt man Englisch, in dem Landwirte, Unternehmen im ländlichen Raum, lokale Organisationen, Behörden und Einzelpersonen sich in lokalen Aktionsgruppen zusammenschließen, Entwicklungsstrategien erarbeiten, Aufträge und Projekte ausarbeiten und ihre eigenen Haushalte verwalten. Ja,
also ohne staatliche Aufträge in diesem Sinne, sondern rein aus dem Handlungsbedarf, den Sie in den Kommunen sehen. Nächste Folie. Es ist also eine von den einzelnen Communities. Eine Sekunde bitte. Entschuldigung, ich habe hier Verbindungsstörungen, glaube ich. Ja, kein Problem. Jetzt hören Sie mich, ja? Ja, hervorragend. Ah, dann ist es nicht bei mir, weil ich dann Maria irgendwie, sie hängt bei mir. Und bei Ihnen funktioniert da alles? Ich bei kann mir? Sie gut hören. Ich habe eingestellt deutschen Kanal. Ja, aber wir hören einander, aber ja, jetzt ist Maria schon wieder zurück. Ми можемо продовжити, будь ласка, пані Олена. Ja, können wir weiter? Так, ми чуємо, давайте продовжувати. Gerne. Wir machen mal weiter. Mhm. Ja, wir machen weiter mit den vielen tausend Liedergruppen, die es in Europa gibt. 2800 Liedergruppen haben sich gebildet in allen europäischen Ländern. Falscher Kanal, Olena. Ich höre Sie jetzt ukrainisch. Jetzt ist besser. Verwalten in Eigenregie mehrere 10.000 Projekte zum Nutzen der wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökologischen Entwicklung im ländlichen Raum und erhalten ihr Geld eben aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds, aus dem quer Gesetz mindestens 5% für LEADER-Projekte eingesetzt werden müssen. Das heißt, aus dem den einzelnen EU-Ländern zugeordneten Betrag müssen mindestens 5% diesen Selbsthilfeprojekten zugeordnet werden. Nächste Folie bitte. Wenn Sie jetzt schauen, wie die Aufteilung dieser Mittel stattfindet, dann verdeutlicht sich das am Beispiel Deutschlands sehr schön. Wir haben also in Deutschland einen ELA-Fonds von jährlich etwa 1 Milliarde Euro. Und davon gehen 88% in Maßnahmen der Investitionsförderung, in Umweltschutzmaßnahmen, in Ausgleichszahlungen für die Landwirte, in Bildung, Beratung, Innovation und andere Maßnahmen. Und 12%, das ist also eine Besonderheit auch in Deutschland, nicht die minimalen 5%, sondern 12% werden für LEADER-Projekte der kommunalen Selbsthilfe ausgegeben. Nächste Folie bitte. Wie das jetzt funktioniert, zeige ich Ihnen am Beispiel von Sachsen. Sachsen ist also ein deutsches Bundesland in Ostdeutschland, im Süden der ostdeutschen Gebiete. Und gilt nicht zu Unrecht als führendes Bundesland in Sachen Nutzung der LEADER-Projekte. Jährlich werden etwa 430 Millionen Euro in diesem Bundesland über diese Projekte der ländlichen Entwicklung zugeführt. Die einzelnen Regionalgruppen bestimmen die Strategie, ohne dass sie von der staatlichen Politik hier Vorgaben erhalten. Die Entwicklungskonzepte, die Sie entwickeln, berücksichtigen die Stärken, die Schwächen und auch die Investitionsmöglichkeiten in bestimmten Regionen. Sie rufen dann einzelne Akteure zur Beteiligung auf und suchen gemeinsam mit einem entsprechend qualifizierten Gremium die förderfähigen Projekte aus, die dann eine offizielle Bewilligung durch den Landkreis bekommen.
Wie das jetzt konkret in Projekten aussieht, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Da haben wir zum Beispiel diesen wunderschönen Spielplatz in einer ländlichen Gemeinde im Vogtland. Das ist also an der tschechischen Grenze. Dort ist eine sehr gute Dorfgemeinschaft entstanden. Und die haben im Dorf auch eine sehr aktive Jugend. Aber es fehlte immer ein zentraler Platz. Und es fehlte auch für den Kindergarten ein Spielplatz. Also sie wussten irgendwie nicht so richtig, wohin. Und da hat sich eine Liedergruppe gebildet, die einen solchen Spielplatz geplant und projektiert hat und die mit Hilfe europäischer Fördermittel diesen zentralen Dorfplatz dann auch eingerichtet hat. Und der Spielplatz und Feierplatz letztendlich hat also auch ein Dach und einen Grill. Man kann also auch die Erwachsenen können dort gut feiern, nicht? Man hat also einen solchen Platz gebaut, um den mittlerweile viele andere Gemeinden diese Landgemeinde beneiden. Wichtig ist hier, dass von vornherein im Projekt die Beteiligung ehrenamtlicher Helfer gewährleistet war. Das ist also eine Besonderheit, die auch sehr anerkannt worden ist von außen, von den Beteiligten, dass hier für die Ordnung, für die Sauberkeit, für die Instandhaltung nicht weitere europäische Gelder eingesetzt werden, sondern dies dann ehrenamtliche, also unbezahlte Helfer in der Gemeinde machen. Nächste Folie. LEADER hilft auch privaten Unternehmern in der Europäischen Union. So zum Beispiel diesen Bäckermeister aus dem kleinen Ort Grünbach. Dieser Bäckermeister hat bewiesen, dass er also sehr aktiv und sehr unternehmerisch ist, hat seiner Bäckerei mit 4 Filialen ausgestattet und ein Verkaufsmobil eingerichtet und ein Café. Er ist also unternehmerisch gewachsen, hat aber das Problem gehabt, dass sein Planungs- und Warenwirtschaftssystem diesem Wachstum nicht standhalten konnte. Und nun hat im Rahmen eines LEADER-Projektes man ein computergestütztes System angeschafft, sodass dieser Unternehmer nun sehr effektiv seine Filialen bewirtschaften kann, seine Produktion planen kann und damit ein Familienunternehmen zukunftsfit gemacht worden ist. Also ein Nutzen sozusagen aus einem öffentlichen Projekt wiederum für die lokale Versorgung, denn dieser Bäckermeister hilft ja der Landgemeinde, die Versorgung sicherzustellen. Nächste Folie bitte. Ganz wichtige Projekte sind auch diejenigen, die sich für die Verbesserung der Bildungseinrichtungen einsetzen. Hier in diesem Beispiel ist also ein Schulsportplatz, der in einem ganz schlechten Zustand war, modernisiert und saniert worden. Man hat also neue Sportanlagen, neue Spielflächen eingerichtet. Man hat diesen Platz trockengelegt, melioriert, ja, sodass für über 100 Schüler und für die Kinder im Kindergarten und vor allen Dingen auch für die private sportliche Betätigung nach Feierabend hervorragende Bedingungen entstanden sind in dieser ländlichen Schule. Und damit sehen Sie, dass also die europäischen Gelder auch einen Beitrag zur Bildungsförderung leisten können. Nächste Folie bitte. Es geht nicht selten auch um die medizinische Versorgung. In dieser Landgemeinde hier in Oederan in Sachsen hatte man nach langer Suche endlich einen Landarzt gefunden. Sie wissen das vielleicht auch aus Ihrem Umfeld. Menschen, die als Arzt bereit sind, im ländlichen Raum tätig zu sein, die weiten Fahrwege auf sich zu nehmen, die sind selten. Ja, viele wollen in den Städten arbeiten und denen ist das zu mühsam im ländlichen Raum. Hier war ein junger Mann mit Familie, der gesagt hat, ja, ich mache das, aber ich habe keine Praxis, ich habe keine Wohnung. Wo soll ich hier arbeiten? Und da hat die örtliche LEADER-Gruppe Mittel beantragt und selbst Mittel beigesteuert, um dieses historische Verwalterhaus zu rekonstruieren.
und dort eine Praxis einzurichten und gleichzeitig auch eine Mietwohnung für den Arzt. Und damit ist etwas sehr Schönes entstanden. Man hat die medizinische Versorgung gesichert und gleichzeitig wieder Einnahmen für die Gemeinde geschaffen, die natürlich dann aus der Miete der Praxis und der Wohnung auch wieder gespeist werden können. Nächste Folie bitte. Nun werden Sie sagen, ja, da sind ja alles schöne Beispiele aus dem Westen. Was können wir denn da nun für die Ukraine ableiten? Die Pessimisten werden sagen, gar nichts. Bei uns sind die Bedingungen völlig anders. Und ja, die Bedingungen sind tatsächlich anders. Aber es wird einige Optimisten unter Ihnen geben, die sagen, na ja, vielleicht könnte man ja doch etwas tun. Vielleicht können wir mit unseren Mitteln doch Anstöße geben, damit solche Projekte in Gang kommen. Auch ohne das europäische Programm, was ja nun noch weit weg ist. Ich würde Sie unterstützen wollen, wenn Sie da optimistisch rangehen. Würde sagen, ja, versuchen Sie an diesen Stellen, wo es Ihnen mit Ihrem Finanzbudget möglich ist, Projekte der ländlichen Entwicklung in Gang zu bringen. Das hat etwas mit Qualität und Sinnhaftigkeit unseres Eigenlebens zu tun und auch mit dem Leben unserer Kinder. Und es hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Wissen Sie, wenn Sie sich verdeutlichen, dass Tokio mittlerweile 38 Millionen Menschen Einwohner hat. Die Stadt Delhi bringt es auf 30 Millionen, New York auf 21 Millionen. Selbst Kiew hat schon 3 Millionen Einwohner. Das sind alles große Konzentrationen, die für das Leben der Menschen viele Probleme mit sich bringen. Also tun wir etwas für die Entwicklung der ländlichen Räume, für ein attraktives Leben im ländlichen Raum. Und auch in der Ukraine gibt es, wie meine Kiewer Kollegen mir versichert haben, erhebliche Finanzquellen aus Eigenmitteln für Entwicklungsprojekte. Und es gibt internationale Geldgeber, die an dieser Stelle auch mithelfen. Nächste Folie bitte. Was wir also heute schon in den Mittelpunkt der Überlegungen rücken können, sind und sollten sein Projekte der medizinischen Versorgung, der ländlichen Infrastruktur, der Bildungsförderung und der Erwachsenenbildung. Hierzu gibt es nationale, aber auch international erhebliche Mittel zur Verfügung. Und meine Kolleginnen und Kollegen in Kiew werden gerne mit Ihnen überlegen, an welcher Stelle vielleicht auch internationale Geldgeber dort mit einbezogen werden können. Was auch viel bringt für die ländliche Entwicklung und was eigentlich so gut wie nichts kostet, meine Damen und Herren, ist die Förderung des Ehrenamtes. Also von Vereinen, Organisationen, von Menschen, die freiwillig und unentgeltlich an der Entwicklung des ländlichen Raums mitwirken. Wir haben hier in unseren Dörfern in Deutschland eine große Vielzahl von regionalen Clubs und Vereinen, die sich mit der Dorfentwicklung beschäftigen und hier große Beiträge dazu leisten. Ich selbst bin in 3 dieser Vereine sozusagen in meiner Heimatregion mit tätig. Und das reicht von Arbeitseinsätzen am Wochenende bis zur Organisation des Dorffestes oder zur Unterstützung des Baus von neuen Verkehrsstrukturen. Hier sind also freiwillige und unentgeltliche Hände und Köpfe gefragt. Und das zu unterstützen, ist auch ein wichtiger Punkt Ihrer kommunalen Tätigkeit. Nächste Folie. Etwas später würde ich anordnen Wirtschaftsförderung, Investitionsförderung und auch Ansiedlungsprogramme. Das sind Maßnahmen, die oft sehr teuer und in ihrer Wirkung auch nicht immer sicher sind. Ja, insofern ganz klar bitte eine Prioritätensetzung auch in diesen Maßnahmen. Und es gibt auch Dinge, die die Wirtschaft bzw. die Menschen in den Regionen allein recht gut organisieren und wo die Kommune nicht unbedingt eingreifen muss. In aller Regel sind das Vermarktungsstrukturen,
Auch die Wirtschaftsdifferenzierung und Diversifizierung gelingt meist gut ohne kommunale Eingriffe. Und auch eine besondere Krankenversicherung oder eine höhere Bildung, eine überdurchschnittliche Bildung, ja, sind eigentlich Dinge, die die Menschen in Privathand am besten regeln. Nächste Folie. Damit kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung und zu einem Ausblick. Wir haben gesehen, dass ländliche Kommunen in Ost und West gleichermaßen vor großen Problemen stehen und die ländliche Entwicklung deswegen überall ein Schwerpunkt der Politik ist. Wir haben uns auch vergegenwärtigt, dass die wirtschaftliche und auch soziale Nachhaltigkeit im Fokus stehen sollte bei allen Aktivitäten und Projekten, die Sie im kommunalen Bereich anschieben. Wir haben gesehen, dass in den westlichen Ländern die Europäische Union erhebliche Beiträge zur Finanzierung der ländlichen Entwicklung leistet, aber dass diese Beiträge nicht die einzige Finanzierungsquelle sind, sondern dass die Gemeinden aus Steuereinnahmen einen Großteil ihrer Budgets bestreiten. Wir haben uns damit beschäftigt, dass die Ukraine weniger Geld in den meisten Fällen zur Verfügung hat, aber vor allen Dingen Ideen abschauen kann und mutig sein sollte in der Prioritätensetzung und in der aktiven Suche nach Geldgebern. Wenn Sie sich mit den Details des LEADER-Programms intensiver auseinandersetzen möchten, dann können Sie in der hier genannten Literatur das nachschauen. Nächste Folie bitte. Hier sind also einige Quellen angegeben, wo Sie über Internet zusätzliche Informationen bekommen können. Nächste Folie bitte. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Zuhören heute und wünsche Ihnen auf allen Wegen der ländlichen Entwicklung durch die hoffentlich mit guter Ernte ausgestatteten Felder alles, alles Gute. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. Дуже дякуємо вам, пан Танеберга. Vielen herzlichen Dank, Herr Tanneberger. Wir bedanken uns dafür, dass Sie noch einmal bestätigt haben, die These, die wir schon mehrere Male hier besprochen haben, nicht nur heute, aber auch über die Wichtigkeit der ländlichen Entwicklung für eben ländliche Regionen, für Gemeinden. Ja, wir haben über die Rolle von Gemeinden in diesem Kontext auch gesprochen. Und ich glaube, dass eben dieser LEADER-Ansatz auch die Möglichkeit bietet, das lokale Potenzial von Bürgern vor Ort zu nutzen, um eben dann die Gemeinden zu entwickeln und auszubauen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hoffe, Sie hören mich. Und jetzt letzter Block, und zwar der Bodenblock. In diesem Block wartet auf uns eine kurze Präsentation oder vielleicht ein Grußwort über die Bodenkomponente des APDs und dann Fragen, Antworten zu Bodenfragen. Ich hoffe, dass unsere Teilnehmer sich noch erinnern an Fragen, die sie am Anfang der Diskussion gestellt haben. Es gab sehr viele Fragen und wir hoffen, dass wir dann auch entsprechende Antworten bekommen können. Also jetzt möchte ich fragen, ob Katja Dels mich hört. Ja, ich höre dich. Ja, also das war eben Maria. Na gut, ich weiß nicht. Ich weiß, Maria. Ich höre Maria. Ich weiß nicht, ob sie mich hört. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben keine Probleme. Na gut. Maria, kannst du mich hören? Na, je nachdem, auf welchem Kanal sie ist. Also ich Maria, kann... Kannst du mich hören? Frau Dels, hören Sie mich? Ja, aber sie hört mich auf dem ukrainischen Kanal auch nicht. Ich habe eben umgestellt. Ach so. Aber wobei, ich bin wahrscheinlich nur auf dem Deutschen. Also keine Ahnung, irgendwas hängt da jetzt. Nee, Sie müssen jetzt auf dem deutschen Kanal sein, damit ich Sie auch dolmetschen kann. Ja, da bin ich, aber Sie scheinen uns nicht zu hören.
Aber das Wichtigste ist, dass Sie mich hören. Na gut, wollen wir abwarten. Ja, jetzt höre ich auch nichts. Es scheint, dass Maria etwas sagt, aber ich höre sie nicht. Also bei mir zeigt auch ihr Mikrofon stumm, aber sie spricht ja durch ein anderes, also so ganz klar ist mir das. Ja, nicht. Ja, na gut, aber ich höre sie überhaupt nicht. Auch auf dem ukrainischen Kanal habe ich auch. Na gut, jetzt sind wir irgendwie abgeschaltet von dem Geschehen. Andrei Koshil, can you hear us? Yes. Okay. But it seems as if the team around Maria have difficulties hearing us or getting the connection. I don't know. We have to wait. Yeah. Sind alle wieder da? Katja, könntest du mich hören? Jetzt hören wir dich. Jawohl, jetzt hören wir dich. Entschuldigung, das ist mit Internetverbindung verbunden. Tut mir leid. Wir sind wieder da und ich habe schon das Wort an dich weitergeleitet. Also du könntest bitte anfangen. Ich fange an, ich ziehe die Präsentation hoch, aber ich mache es schnell. Schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Viele Grüße in die Westukraine. Jetzt sehen Sie meine Präsentation. Ich habe eine kurze Präsentation vorbereitet, werde versuchen, mich kurz zu halten, Ihnen kurz vorzustellen, was wir in der Bodenkomponente des APDs für Aktivitäten durchführen, um dann möglichst schnell an Andrei Koshil weiterzugeben, weil ich schon gehört habe, dass Sie brennende Fragen zu den Bodenthemen haben, die dann Herr Koshil im Rahmen seiner Präsentation oder gegebenenfalls gleich in einer Fragen- und Antwortrunde hoffentlich beantworten kann. Ja, wer sind wir? Mein Name erstmal, jetzt sehe ich, ich komme hier gar nicht weiter. Das ist schon mal blöd. Doch. Mein Name ist Katja Delz. Ich leite die Bodenkomponente des APD. Das Projekt besteht aus zwei Säulen. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Einmal der agrarpolitische Dialog. Das Team ist heute teilweise bei Ihnen vor Ort. Und die zweite Komponente, die wir implementieren, die sich mit Bodenfragen befasst. Wenn ich wir sage, dann meine ich die BVVG. Das ist ein Bundesunternehmen in Deutschland, was hier in Deutschland eigentlich andere Aufgaben hat. Die Kernaufgabe ist nämlich die Verwaltung und sukzessive Privatisierung von ehemals volkseigenen, jetzt staatlichen, landwirtschaftlichen und auch forstwirtschaftlichen Flächen. Wenn ich sage Privatisierung, dann ist das nicht zu verwechseln damit, wie Sie den Begriff Privatisierung nutzen. Bei uns ist das ganz klar der Verkauf von Flächen. Wir sind an dem Thema bereits seit fast 30 Jahren und werden auch noch ein bisschen weiter sukzessive privatisieren. Da zeigt sich schon, in der Zwischenzeit müssen die Flächen gemanagt werden. In unserem Fall werden die verpachtet, bis sie dann tatsächlich verkauft werden. Aufgrund dieser Tätigkeit seit 1992 haben wir in unserem Unternehmen einen großen Erfahrungsschatz und auch ein großes Know-how im Bereich Landmanagement insgesamt akkumulieren können. Wir haben auch viele
Fachexperten, die seit vielen, vielen Jahren sich mit Fragen des Landmanagements im Transformationsprozess, denn auch in Ostdeutschland hatten wir ja einen Transformationsprozess, beschäftigen. Und aus dem Grund stehen wir auch seit 2000 der Bundesregierung zur Verfügung, um im Rahmen von diesen Beratungsprojekten wie beispielsweise dem APD Fachexpertise im Rahmen von Austauschen zwischen Fachexperten zur Verfügung zu stellen. Unser Unternehmen, ich hatte es gesagt, ist ein Unternehmen, also als GmbH organisiert, ist aber komplett in der Hand der Ministerien. Unsere Fachaufsicht ist das Bundesfinanzministerium und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Hier eine kurze Übersicht, zu welchen Themen wir im Rahmen unserer internationalen Beratungsprojekte beraten. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern abschließend von meiner kurzen Einführung Ihnen noch zeigen, wie die letzte Phase, die letzte Projektphase, die seit 2019 läuft und bis Ende des Jahres noch fortgeführt wird, bevor dann eine neue Phase initiiert wird, mit welchen Schwerpunkten wir uns die letzten 3 Jahre beschäftigt haben. Das ist zum einen die Beratung auf gesetzgeberischer Ebene, wo wir nachfrageorientiert Gesetze kommentiert haben, aber auch die fachlichen Fragen, die jeweiligen Gesetze regeln sollten, im Rahmen von Arbeitsgruppensitzungen mit den entsprechenden ukrainischen Fachexperten und den deutschen Fachexperten diskutiert haben, damit für die Ukraine entsprechende Lösungen oder zumindest Ideen daraus entwickelt werden konnten. Bei dem zweiten Schwerpunkt geht es um Aufbau von Kapazitäten bei ukrainischen Fachexperten, indem wir ihre Experten aus verschiedenen Landmanagement-Organisationen sowohl auf staatlicher als auch auf regionaler Ebene involviert haben, an internationalen Konferenzen teilzunehmen, was ja zum Glück vor Corona noch möglich war. Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr damit fortfahren können, auch im Rahmen von Studienreisen beispielsweise, die wir sonst normalerweise jährlich durchführen im Rahmen des Projekts, Experten der Ukraine bei uns in Deutschland empfangen zu können, um unter einem bestimmten Thema, das vorher definiert abgesprochen wird, die entsprechenden Organisationen in Deutschland zu besuchen, um zu zeigen, wie Landmanagement in Deutschland organisiert ist und spezielle ukrainische Problemfälle auch zu diskutieren. Wir haben auch in Vergangenheit hochrangige Delegationen oder Delegationsreisen organisiert, wo auch beispielsweise ukrainische Abgeordnete mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg zusammengekommen sind, um dort Bodenfragen zu diskutieren. Die dritte Säule, da geht es mehr um die Implementierung, Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, also wie wird das in der Praxis gehandhabt. Da kommen seit 2019 auch Sie als Gemeindevertreter mehr und mehr ins Spiel, weil wir durch die Dezentralisierungsstrategie der Ukraine unseren Fokus auch im Projekt mehr auf die Gemeindeebene gerichtet haben. So haben wir dieses Jahr schon 4, leider wieder nur online, aber dennoch sehr erfolgreiche Seminare für Gemeindevertreter durchgeführt. Das letzte auch unter deutscher Beteiligung, konkret einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, die zum Thema Planung und Flächenmanagement ihren Erfahrungen geteilt hat. Ja, das ist die Zusammenfassung. Wir werden, wie gesagt, nächstes Jahr in die neue Phase eintreten. Da rufe ich Sie jetzt schon auf, Ihre thematischen Interessenschwerpunkte uns mitzuteilen, gerne auch über die Kolleginnen und Kollegen, die gerade jetzt vor Ort sind. Wir sammeln im Moment
um dann die nächste Phase thematisch ausstalten zu können. So, jetzt möchte ich Sie nicht weiter aufhalten und gebe gerne zurück an Frau Anne-Maria, die dann sicherlich das Wort an den Kollegen Herrn Koschi weitergeben wird. Dankeschön. Дуже дякую, Катя. Дякую за Vielen Dank, Katja. Vielen Dank für diesen kurzen Überblick. То насправді ми всі дуже сподіваємося, що з наступного року і наші фахові інформаційні поїздки до Німеччини зможуть відновитися, і що наш формат роботи буде вестися, як раніше це було в повному обсязі. Ми також впевнені, що в наступній фазі проекту земельні питання відіграватимуть дуже важливу роль, як це завжди підкреслює, зокрема, і сам пан міністр Лещенко, і як ми можемо почути від фактично всіх представників органів влади. Тож ми зробимо свій посильний внесок у цю роботу. А зараз, я думаю, ми переходимо, напевно, до найцікавішої частини. Я б хотіла запросити до слова пана Андрія Кошеля, який представляє саме Земельну спілку України. І хотіла попросити його зосередитися якраз на питаннях наших учасників. Які питання ми сьогодні попередньо обговорювали? Я навіть для себе їх занотувала. Якщо я щось забула, будь ласка, колеги, у вас є можливість зараз поставити їх безпосередньо. Ми говорили про проблематику фактичної передачі земель громадам. Тобто багато хто скаржився на те, що відповідно до закону землі передані громадам, але фактично землі так і не були передані на місця для того, щоб громади в повній мірі могли їх використовувати. Entschuldigung, ich habe gerade Internetstörungen. Also, dann die Fragen, die schon heute diskutiert wurden, wir haben da die Probleme besprochen, die dann mit den kommunalen und staatlichen Unternehmen verbunden sind. Wir haben dann über diese Territorien gesprochen, wo der Forstwirtschaft, sie haben da Konflikte mit der Waldagentur der Ukraine und wir haben so einen Kommentar erhalten. Wir haben auch über die Verwaltung, über das Management des staatlichen Vermögens gesprochen. Es ging da zum Beispiel um Weingärten, die nicht an die Privaten übergeben werden können und deswegen entsteht da keine vernünftige Bodenverwaltung. Könnten Sie mal diese Fragen mal kommentieren und wenn dann kommen wir dann zurück zu Ihren Kommentaren. Schönen guten Tag an alle Kolleginnen und Kollegen. Wir besprechen heute mit Ihnen wirklich die Herausforderungen, die vor lokalen Behörden stehen, vor den lokalen Selbstverwaltungen stehen. Und wir besprechen auch die Fragen, die während Ihrer Diskussion entstanden sind. Wenn mir noch Zeit übrig bleibt, dann würde ich gerne darstellen, welche interessanten Änderungen in den Bodengesetzen zu berücksichtigen sind. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Es geht da um die Übergabe der staatlichen Flächen, die außerhalb der Wohnorte liegen, ins kommunale Eigentum der Gemeinden. Dieser Prozess wurde in der Zeit sehr stark ausgedehnt und verzögert und das Grundkataster war bei uns, also das Grundkataster wollte diese Flächen gar nicht übergeben, und zwar in die Verwaltung und ins Eigentum der Gemeinden. Und Kataster wollte, dass das alles, der wollte diese Flächen selbstständig verwalten und deswegen war es alles zu spüren in der letzten Zeit. Darunter auch dank der Position des Agrarministers von Herrn Lechenko. Er unterstützte auch das Gesetz, das sogenannte Gesetz über die Bodendezentralisierung und letztendlich wurden diese Flächen, die außerhalb der Wohnorte liegen, in die Verwaltung und ins Eigentum der lokalen Gemeinden übertragen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass diese Flächen wurden unseren Gemeinden 2001 entnommen und
Ab dem 1. Januar 2002 haben dann die Gemeinden ihre Flächen verloren, weil diese auch an die Bezirksverwaltungen übertragen wurden. Und sie haben dann diese Flächen sogar ohne Versteigerungen in Pacht verpachtet und so weiter, verkauft und so weiter und so fort. Aber dann da blieben auch verschiedene Schematas erhalten, wenn das alles auch so. Wir hatten auch andere Schematas mit vielen, vielen Missbräuchen. Danach wurden diese Flächen ans Grundkataster übergeben, übertragen, um die sogenannte Landbank oder Flächenbank aufzubauen. Die Bank begann zu funktionieren, aber sie bekam aber keine Flächen und Grundkataster, das Grundkataster verwaltete die Flächen nach eigenem Ermessen und viele Weideflächen wurden zum Beispiel an die Personen, also landwirtschaftliche Flächen und auch Weideflächen an die Personen übertragen und die überhaupt keinen Bezug auf diese Gemeinde oder auf diese Landwirtschaft haben. Und wir als Landunion der Ukraine, wir sind immer dafür aufgetreten, dass die Gemeinden selbst vor Ort das Schicksal von diesen Flächen entscheiden sollten. Die Bürger, die Stadträte, die Gemeinderäte sehen ja auch diese Missbräuche und sie können auch besser von der Bevölkerung kontrolliert werden. Ins kommunale Eigentum wurden also diese Flächen übertragen, aber da muss man etwas noch tun, um das alles noch eintragen zu lassen. Und die lokalen Selbstverwaltungen, die Kommunen sollen dann auch in bestimmte Dokumente ins Grundkataster und ins weitere Register einzureichen und die Nummer von diesem Gesetz heißt 1423 und dieses Gesetz wurde am 28. April verabschiedet und dieser Prozess ist auch mit dem Prozess ähnlich, wenn die Flächen von Kommunalbetrieben, von den staatlichen Kommunalbetrieben verteilt wurden. Wir haben damals so ein Gesetz bekommen, die Flächen wurden de facto verteilt, aber man muss noch bestimmte juristische Handlungen vornehmen, um dann die Rechte, das Recht auf diese Flächen zu bekommen. Und dieses Recht soll auch, dieses Eigentumsrecht, dieses kommunale Eigentumsrecht soll auch eingetragen werden. Um diesen Prozess effektiver zu gestalten, würde ich Ihnen empfehlen, die Fachkräfte mal zu berücksichtigen, die jetzt vom Grundkataster entlassen werden. Und weil das Personal vom Grundkataster jetzt schrumpft, und da bleiben den Menschen gute Fachkräfte mit entsprechendem Fachwissen einfach auf der Straße. Und wenn Sie dann Ihre Gemeinderäten mal überzeugen, diese Personen zu finden und diese Personen in ihren Gemeinden einzustellen, dann helfen Sie Ihnen, Einnahmen in den lokalen Haushalt zu erhöhen. Sie helfen Ihnen, besser diese Bodengesetze zu verstehen, weil sie bei uns sehr oft so verschwommen und widersprüchlich sind. Und um sich da auszukennen, braucht man mindestens ein Jahr, um dann zu verstehen. Dafür braucht man praktische Tätigkeit. Und ich glaube, das ist die Wahrscheinlichkeit davon sehr niedrig ist, dass alle Gemeinderäte ganz schnell diese Bodengesetze recherchieren und verstehen können. Und suchen Sie bitte nach diesen entlassenen, gekündigten Fachkräften. Sie erhöhen Ihr Expertwissen. Und das war die Antwort auf die erste Frage. Und ich würde Sie bitten, weitere Fragen zu stellen. Vielleicht habe ich schon was vergessen. Vielleicht habe ich schon
etwas ausblasen. Vielen Dank für dieses allgemeine Kommentar und ich überreiche das Mikro weiter. Alvan Demenciuk, der regionale Koordinator vom Gemeindeverband. Es geht hier um Weinbau, um die Flächen, die jetzt nicht zu privatisieren sind. Die Liste hat auch, wie zum Beispiel in Mukatschewo und Bobowice, da gibt es so eine Nische, und zwar Weinanbau in Transkarpanien. Und diese Weingärten sind schon mit Birken zugewachsen und die Gemeinde kann diese Flächen nicht verwalten und das steht so alles also zugewachsen und verlassen. Einmal habe ich ganz aktiv mit behandelte ich den Weinbau ganz gut, als ich noch in diesem, als ich auf dem Wertpapiermarkt arbeitete. Ich arbeitete auch im Agrarministerium in der Abteilung für staatliches Eigentum und da haben wir so eine Liste der Unternehmen, die dann für die Privatisierung verboten sind. Das sind in erster Linie verschiedene Hafenfabriken, das sind Seidenhersteller und natürlich auch Winzereien, also Weinfabriken. Und es entstanden dann immer wieder so private Unternehmen und der Prozess der Privatisierung lief weiter. Und viele Flächen. Und eben viele Grundflächen und dann auch Weinwerke wurden dann privatisiert. Aber die anderen aber eben nicht, weil eben sie zu dieser Liste, Verbotsliste gehören. Ja, das ist die Frage. Die Frage betrifft nicht nur Weinbau. Wir haben eine ganze Liste von Unternehmen, die dann sozusagen verschiedene, so dem Staat gehören. Das sind so verschiedene Forschungsunternehmen, also Wissenschaftsunternehmen, die zum Bereich des Ministeriums für Agrarpolitik gehören, der Nationale Akademie der Agrarwissenschaften und die Leute, die da in der Nähe wohnen und dort arbeiten oder gearbeitet haben, sie schauen auf die Nachbarn, die dann während der Privatisierung dann was bekommen haben, ihre Anteile bekommen haben und verstehen nicht, warum sie jetzt sozusagen, dass bei ihnen das nicht geschehen ist, warum die ihre Anteile von diesen Unternehmen nicht bekommen haben. Ja, das Problem ist bekannt im Parlament, im Agrarausschuss, ja, schon viele Jahre besprechen die Abgeordneten diesen Prozess und es gibt schon so einen Gesetzentwurf, dass eben diese Unternehmen dann sozusagen den Mitgliedern gegeben werden sollten. Also die Mitarbeiter sollten ihre Anteile bekommen und ein anderer Teil wird dann privatisiert, also Grundflächen werden privatisiert von Teilnehmern der Kriegshandlungen jetzt im Osten der Ukraine oder eben auch die Gemeinden können das alles privatisieren. Aber das ist jetzt nur ein Entwurf. Wie der Entwurf dann verabschiedet wird, weiß ich nicht. Deshalb möchte ich nicht lange darüber sprechen. Aber früher oder später, oder nicht früher oder später, sondern in der nächsten Zukunft, es gibt Bestimmungen, Bemühungen dafür, dass man doch im Parlament sich mit diesem Gesetzentwurf beschäftigen möchte, dass auch dann Weinbau und diese Weinbetriebe dann so oder so besprochen werden und alles gesetzlich geregelt wird. Das ist doch wirklich eine Sache, die viel kostet, also müssen Sie noch ein bisschen warten. Also ich glaube, in der nächsten Zukunft bis Frühling muss dieser Prozess in Gang gebracht werden und dementsprechend werden diese Unternehmen dann auch privatisiert. Dankeschön. Wir haben noch eine Frage, wenn Sie gestatten. Ja, Dankeschön für das Wort. Warten Sie noch, aber so ist es. André, Ihre Sicht der Dinge, wie soll
also diese Abgrenzung und Inventarisierung von Wäldern stattfinden. Agrowälder, dann auch Naturschutzgebiete. Es gibt sehr viele Streitfragen. Eben die Förster haben ihre Sicht der Dinge, die Gemeinde hat ihre Sinne. Also wo gibt es hier die sogenannte goldene Mitte? Wie sehen Sie das? Die Frage ist sehr interessant. Da müssen wir uns bedanken bei unseren deutschen Kollegen, die uns wirklich Hilfe leisten bei der Gestaltung dieser ganzen Gesetzgebung, Bodengesetzgebung. Seit 2012, glaube ich, arbeiten wir mit dem APD-Projekt, auch mit dem deutschen Agrarministerium, mit der Agentur von BVBW, was eben vorgestellt wurde, also das Unternehmen, das sich mit den Flächen der DDR beschäftigt. Und die Frage der Wälder steht wirklich jetzt wirklich sehr akut. Damit hat man sich in der letzten Zeit kaum beschäftigt. Wenn Sie eben die Katasterkarte sich anschauen, dann sehen Sie, da gibt es schon bestimmte Flächen, aber das sind alles Bodenflächen. Aber die Wälder, zu den Wäldern gibt es nur noch so unklare Vorstellungen. Also man sieht diese Teile natürlich oder diese Flächen, aber irgendwie sind die nicht richtig aufgeteilt. Und seit der sowjetischen Zeit gibt es da nichts Klares. Also zu den sowjetischen Zeiten gab es so einen Versuch, so ein Waldgrundbuch zu schaffen, aber ja, wenn Sie sich die Katasterkarte anschauen, dann können Sie schon bestimmte Waldflächen sehen. Aber es ist ja eben die Bodennutzung, die Gesetzgebung verändert sich und gibt jetzt so auch Fotopläne, die dann dank der Weltbank gemacht wurden, aber 2010. Und wenn Sie jetzt diese öffentliche Katasterkarte sich anschauen, schauen auf eine Grundstück, dann verstehen Sie, dass während der letzten 11 Jahre dort vielleicht was geschehen ist oder Sie wissen. Und damit Sie aktuelles Wissen bekommen können, vielleicht von Satelliten, Fotos von Satelliten gemacht, dann muss man dann einen anderen Knopf drücken. Ja, dann, wo die Suche ist, dann sehen Sie Google-Karten und dann können Sie aktuellere Fotos sehen und können sehen, was dort im Moment geschieht. Und dort findet vieles statt jetzt. Und zum Beispiel in der Region Police bei uns, dort, wo früher einfach Grundstücke landwirtschaftlicher Bestimmung da waren, die wurden dann wieder aufgeteilt unter Bevölkerung. Aber eben dort wurde keine Landwirtschaft betrieben von den Eigentümern und 1000 von Hektar Wald stehen dort. Vielleicht ist es noch kein richtiger Wald, aber da die Bäume sind dort wirklich schon ziemlich stark und die einfach so zu entwurzeln ist auch nicht so einfach. Und es steht jetzt die Frage, dass man diese neuen Wälder sozusagen jetzt als Wälder anerkennt, obwohl die sozusagen offiziell gesehen noch auf den Grundstücken landwirtschaftlichen Bestimmung stehen. Ja, aber die Ukraine hat genügend sozusagen Ackerbau, Ackerfelder und weniger Wälder. Und deshalb gibt es sozusagen Grundlagen dafür, dass eben diese früher anders bestimmte Grundstücke, also landwirtschaftliche Bestimmung, insbesondere wenn die Bodenqualität dort nicht besonders hoch ist, dass man doch das als Wälder anerkennt. In Europa gibt es schon so eine Praxis. Ich habe kommuniziert mit einem Abgeordneten des Europäischen Parlaments, der irgendwo in einem Baltikumstaat hat er 100 Hektar Wald als Eigentum. Und ich habe den gefragt, wozu braucht er das? Hat er einfach gesagt, man kann das alles einfach ermitteln, wie viel Holz ich da habe und das ist sozusagen meine Aktive, die ständig wachsen und. Und das war sozusagen für ihn sozusagen ein Vorrat für die Rente, wie er erklärt hat. Also hier bei uns laufen noch so prinzipielle Besprechungen dieser Frage, aber so die Schlüsselexperten, die sich
damit beschäftigen, also Experten, die sich mit der Bodengesetzgebung beschäftigen. Das sind im Prinzip 3-4 Experten, die alles schreiben, also die ganzen Gesetze zur Bodenreform. Diese die Fachleute haben eine entsprechende Ausbildung auch bekommen, landwirtschaftliche Ausbildung bekommen in den letzten Jahren und arbeiten jetzt sehr aktiv daran, um eben diese Gesetzgebung zu vervollkommnen und die Frage mit diesen jetzt bewaldeten Territorien zu entscheiden, ob der Staat das sozusagen weiterhin fördern wird, dass die Wälder erhalten bleiben oder. Also eine konkrete Antwort ist jetzt nicht möglich, weil diese Frage ist sozusagen im Besprechungsprozess. Der Stand ist nicht klar, aber es gibt Bemühungen, diese Frage doch zu lösen. Wir studieren auch Erfahrungen von deutschen Kollegen und ich hoffe, dass wir doch in der nächsten Zukunft doch ein entsprechendes Gesetz haben. Vielen Dank, André. Vielen Dank für diesen Kommentar. Es wäre für uns vielleicht interessant, für diese Diskussion auch mit dem Ökoministerium einzuschalten, also weil die eben für die Wälder zuständig sind, die verwalten das. Ja, ich sehe, wir haben noch eine Frage von Wladimir Stumpf. Bitte schön, Wladimir. Доброго дня. Guten Tag. Wladimir Stumpf, eine Dorfgemeinde. Ich bin Architekt. Im Chat habe ich schon eine Frage gestellt und jetzt möchte ich die Antwort hören. Wenn wir über die Entwicklung sprechen, dann gibt es zurzeit sehr viel Arbeit zur Inventarisierung von Grund und Boden und entsprechender Gesetzgebung. Ja, aber eben, wie diese Inventarisation zu verlaufen hat, Projektarbeit und so weiter, von uns fordert man sehr viel. Also man möchte, dass wir das eben auch digital alles machen, was alles sehr teuer ist. Das Ministerkabinett hat uns einen Zuschlag gewährt für komplexe Pläne, für Erstellung von komplexen Plänen. Aber die Vorbedingung ist, dass die Gemeinde dann eben ein eigenes sozusagen Computerprogramm haben muss. Generalpläne im Maßstab 1 zu 10, 10.000. Also welche Möglichkeiten bestehen, also so ein Digitalprogramm zu entwickeln, nicht nur für eine Gemeinde, für alle Gemeinden. Ja, weil Sie haben ja auch gesagt, ja, dass diese Grundlage, die wir jetzt haben, also dass dieses Computerprogramm, dieses App schon veraltet ist. Und wir würden natürlich was Aktuelles haben, etwas Modernes, aber für unsere Gemeinde, ja, natürlich haben wir dafür kein Geld oder nicht genügend Geld, um das alles selber zu machen. Dankeschön für diese Frage. Schauen Sie, der Staat hat also eben diese ganzen Grundflächen außerhalb der Ortschaften den Gemeinden übergeben. Das ist für sie natürlich ein Plus, aber auch eine Herausforderung. Das ist ja klar. Erstens müssen sie diese Grundflächen als Kommunaleigentum dann auch alles regeln. Sie müssen klären, wie diese Grundstücke dann auch heute genutzt werden. Und Inventarisierung, das ist sozusagen ein Foto, eine Aufnahme für eine bestimmte Zeit. Und dass man von der Inventarisierung dann positive Folgen hat für den Haushalt, für das Management, dann braucht man natürlich ein Instrument, mit dem man, dank dem man diese Inventarisierung ständig aktualisieren kann, dass da auch Veränderungen einzutragen möglich wäre. Dass eben all das erfasst wird, was dabei geschieht mit der Nutzung von Grundstücken. Ja, das ist richtig. Die Inventarisierung muss man durchführen. Das haben Sie richtig gesagt. Aber in der Regel, die Gemeinden finden natürlich dann auch Grundstücke, die früher nicht erfasst wurden oder Grundstücke, die nicht so genutzt werden, wie die Bestimmung ist. Und
Man braucht dafür natürlich auch bestimmte Gelder, aber diese Gelder dann kommen zurück, mehrfach zurück in den Haushalt der Gemeinde, wenn alles gelöst ist. Ja, das ist nicht so einfach, die Gelder am Anfang zu finden. Man muss vielleicht auch Investoren, Geldgeber finden, private Personen vielleicht oder Unternehmen, die dort arbeiten. Also müssen Sie selber schauen. Zu hoffen, dass der Staat das alles finanziert, ich würde das nicht machen. Wir haben auch bestimmte Projekte, ein Projekt von USA, Agro-Landwirtschaftsentwicklung, der finanziert zum Teil solche Tätigkeiten. Oder vielleicht auch dann Mittel von anderen Geldgebern. Man soll das versuchen. Also so wie es mir bekannt ist, sind das nicht große Summen. Ich möchte jetzt keine Summen jetzt nennen. Also da bin ich nicht auf dem Laufenden. Wir haben schon Fachleute, die sich mit der Inventarisierung beschäftigen. Sie können sich an sie wenden und die können ihnen dann alles genau erklären. Aber ohne Inventarisierung kann die Gemeinde nicht verstehen, was sie bekommen hat und kann natürlich dann diese Grundstücke auch nicht managen und natürlich dann auch den lokalen Haushalt richtig ausfüllen oder auffüllen. Bei uns ist es vorgesehen, dass die Gemeinden auch zum Teil die Funktionen sozusagen von Bodeninspektionen, staatlicher Bodeninspektionen erfüllen können. Also was eben den Thailand betrifft, wo sozusagen Selbsteroberung von Grundstücken dann eine Unkraut, wenn die Grundstücke dann einfach Unkraut wächst und so weiter. Sie als Architekt wissen Sie, wenn man eine bestimmte Straße nimmt und schaut sozusagen juristisch auf die Grenzen von einzelnen Grundstücken, wie Zäune da stehen, da können Sie ganz verschiedene Sachen entdecken. Ja, irgendwo steht schon der Zaun, aber entspricht überhaupt nicht der gesetzlichen oder der im Kataster verankerten Grenze. Also Sie müssen wirklich oder vielleicht irgendwie Strukturen schaffen, die sich mit der Überprüfung von diesen sozusagen Selbsteroberungen sozusagen beschäftigen. Und dann die lokalen Behörden können dann auch entscheiden, wie Grundsteuer dann sind, wie hoch sie sind. Sie können das selber bestimmen, selbstverständlich. Ob die Leute das nutzen wollen oder ob sie dann mehr Steuer bezahlen wollen, auch gut für ihren Haushalt. Oder sie müssen das Grundstück so nutzen, wie es bestimmt ist. Dann sollten Sie auch diese Grundstücke nach dem Kataster nutzen. Das ist auch ein schönes Beispiel. Sie können, ich lebe auch so in einem Einfamilienhaus und dann habe ich es und nach dem Projekt weiß ich das genau, dass da auch eine Straße verlaufen soll. Aber die Einwohner haben dann, und da werden auch verschiedene Bürgersteige vorgesehen. Und die Einwohner, übernehmen wild diese Grundstücke und deswegen ist da die Straße viel enger, da gibt es keine Bürgersteine. Das ist auch eine sehr verbreitete Praxis und die auch zu beseitigen ist, zu bekämpfen ist. Und die Kommunen können damit einerseits verdienen und andererseits ihre Flächen in Ordnung zu bringen. Wo diese Willkür, dann werden dann noch verschiedene Flächen also willkürlich übernommen. Und hier sollen die Flurbereinigungsingenieure sich mit den Kommunen vereinigen, um diese neuen Dokumenten zu erstellen, um diese umfassenden Entwicklungspläne zu entwickeln und dazu gehören sowohl die Bodenordnung als auch Städtebau. Der Städtebau, wir hatten da sehr viele runde Tische, wir haben dorthin Architekten eingeladen und Flurbereinigungsingenieure eingeladen. Und jedes Mal kam es fast zum Prügeln, weil die Architekten etwas eines sagen und die Flurbereinigungsingenieure sagen was anderes. Aber die Architekten malen ihre Pläne, ihre Entwürfe und die Flurbereinigungsingenieure ihre Sachen.
Deswegen ist es sehr wichtig, hier die Dokumente zu entwickeln, damit wir hier auch komfortables Leben in unseren Gemeinden bekommen. Und diese umfassenden Entwicklungspläne sollen auf diese komplexe Entwicklung gerichtet werden. Sonst haben wir zwei Zäune, eine enge Straße und da können wegen öffentlicher Verkehrsmittel fahren, noch LKWs. Und am 24. Juli dieses Jahres ist dieses Gesetz zur Raumordnung, Raumplanung in Kraft getreten. Und das war so eine bestimmte Revolution, was die Veränderung der Zweckbestimmung angeht, was die Entwicklung der städtebaulichen Dokumente angeht. Und niemand weiß bis heute, wie man damit praktisch arbeiten kann. Und wir versuchen mal zu verstehen, was die dann insgesamt verabschiedet haben. Dann werden da verschiedene Verordnungen und Anordnungen zu diesem Gesetz entwickelt. Und nach dem Beispiel von Europa kann ich mal behaupten, dass dieser Prozess auch seine Zeit braucht. Schritt um Schritt passen sich die Architekten und auch Flurbereinigungsingenieure auf die Kooperation miteinander an. Wir haben auch die Erfahrungen von Deutschland übernommen und da funktioniert alles auf so eine ähnliche Weise. Und das hat natürlich seinen Sinn. Wenn wir dann zwei Tagesmütter haben, wenn wir dann zu viele Köpfe haben, dann zu viele Küche verderben den Brei, heißt es, ja. Vielen Dank für dieses Kommentar, Herr Poschel. Gibt es noch weitere Fragen, und zwar zum Bodenmanagement? Vielen Dank, wir haben Sie schon mit unseren Fragen überschüttet. Wir haben sehr viel Kulturerben in unserer Region. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie zu uns unmittelbar nach Transkarpatien mal kommen. Und wir können da 1, 2, 3 Tage produktiv durchführen und Sie mit den Fragen überschütten. Überlegen Sie sich, vielleicht könnten Sie auch zu uns kommen. Wir warten auf Sie hier. Wir haben sehr viele Fragen. Wir haben da eine Vertretung, das ist das Unternehmen TIS aus Uschgorod. Wir waren bei Ihnen in der Region und haben da die Seminare durchgeführt. Und wenn Sie da Wünsche und Möglichkeiten haben, dann bringen wir die Experten, die dann die Politik in der Hohen Rade gestalten, die auch die Gesetze entwickeln. Sie können Ihnen zu verschiedenen sehr viel erzählen. Und während solcher Treffen entstehen oder werden da sehr viele Fragen und Probleme angesprochen, die dann später auch in die Gesetze einfließen. Nur vor Ort können wir die Probleme verstehen und natürlich auch dementsprechend auch die Gesetzentwürfe anpassen. Während eines Webinars mit den lokalen Gemeinden ist da uns auch eine Frage aufgetaucht und wir haben das alles wir haben das auch später im Gesetz berücksichtigt, wie diese Grundstücke, wie dieses Eigentum von einem Verstorbenen, wie das Erbe von einer verstorbenen Person zu teilen ist, ja, und die keine Erben hat. Die viele Fragen, viele Aspekte des Gesetzes über die Bodenzentralisierung wurde auch im Rahmen von solchen Webinars und Seminaren entwickelt. Vielen Dank, Herr André, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, die Regionen zu unterstützen, was Ihre aktuellen Fragen geht. Und jetzt können wir schon Schlüsse von unserem Treffen ziehen. Wir danken Ihnen herzlich, wir danken allen Teilnehmern, weil wir befinden uns in so einem sehr schönen, wunderschönen, in einer wunderschönen Region der Ukraine, die aber ihre eigenen Herausforderungen hat. Die Landwirtschaft übernimmt hier vielleicht nicht den ersten Platz, aber spielt trotzdem auch eine sehr wichtige Rolle. Und dazu gehört auch Agrarpolitik. Vielen Dank an unsere Referenten. Ich danke an unsere Teilnehmer im Chat und auch hier in der Präsenzveranstaltung. Ich danke auch Dolmetschern, die uns geholfen haben.
verstanden haben. Wir danken auch für die Hilfe, für die Unterstützung bei der Organisation dieser Veranstaltung. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen und wir bereiten schon die weitere Liste der regionalen Veranstaltungen vor und wir hoffen, Ihre Kollegen aus anderen Regionen kennenlernen zu dürfen und neue Anregungen zu hören. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.